Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Wir haben im letzten Part das Ganze durchgespielt und schauen uns jetzt an, was wir hier noch so an Extras haben. Mal sehen, was uns hier erwartet. Leute, ich bin endlich in Midgar. Schön. Kämpfen mit Yuffie. Yuffie beherrscht wohl nah. Also auch Distanzkampf. Schwiegen. Sie gedrückt, um weiter anzugreifen. Viele Kombos drauf. Das wäre wohl erledigt. Oh. Um Gegner zu werfen. Wenn sie die Waffe nicht in ihrer Hand hält, kannst du dafür einen Jutsu-Angriff auslösen. Mogri.
Yuffie kann auch weit entfernte Shinra-Frachtkisten zerstören. Nimm das! Das ist zu weit. Und wir kommen auch nicht drüber, Erde. Kann sie eigentlich noch? Entfesseln während Angriff. Was verliert der Attacke verstärkt folgende Angriffe. Aha. Okay, damit. Okay. Damage genommen. Na ja, sicher ist sicher. Der hat schon Schaden gemacht. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Oh no. Vorsicht. Alles in Ordnung? Hallo? Oh? Ich muss den Lift runterholen, damit ich weiter kann. Lassen wir einfach hier zurück.
Oh, das hat Damage gemacht. Okay, wir haben jetzt ein bisschen mehr Wege. Nicht hier unten. Wir haben die auch noch alle. Ah, nehmen wir mal den DB-Boost. Das können wir, glaube ich, brauchen. Nicht hin. So, er ist hier aber nicht, wie es ausschaut. Ich weiß nicht. Ach, damit sollte es gehen. Komm runter. Ah, da kann man von hier aus nicht hinschießen. Und da geht es wohl noch nach unten oder so, vielleicht. Ja, da macht sich doch ganz gut. Da wird nicht mal angegriffen. Achso, nee, das ist nur, dass wir hier runterkommen. Oh mein Gott! Und da weicht auch jedes Mal aus einfach. Ja, ich denke mal, das war so. Ich denke mal, es ist so geplant, dass wir hier verlieren. Hoffe ich zumindest. Oder? Was? Das war nicht geplant? Alter, habt ihr gesehen, wie viel Damage der macht? Der killt einen in drei Treffern einfach und in unserem Fernangriff weicht er einfach aus. Lol, wie soll denn das gehen? Da, also jedes Mal, wenn wir angreifen, können die sich super wehren einfach.
Und wir sind tot wieder. Komm schon, Yuffie! Jetzt reiß dich mal zusammen! Also das ist ja echt eine absolut bescheuerte Idee hier. Sind auch ziemlich schnell im Angreifen. Scheiße. Ja, und dann, und der trifft halt auch. Also den Angriff kannst du halt auch nicht ausweichen einfach. Da dieser Sturmangriff, der ist einfach der Tod. Müssen weglaufen, damit man sich aufladen und irgendwann einen Angriff starten können. Also das ist schon echt scheiße, muss ich sagen. Lassen wir ihn rankommen. Okay, Nummer 1 ist gekillt. Alter, was haben die sich dabei gedacht einfach? Und wieder getroffen. Du kannst halt auch kaum ausweichen einfach. Schau, du kannst dem auch nicht ausweichen. Ich hab's jetzt probiert, du kannst dem nicht ausweichen. Du hast keine Chance. Wenn der einen Sturmangriff macht, dann trifft er dich einfach. Den anderen Angriff kannst du ausweichen, aber Sturmangriff kannst du nicht ausweichen. Geht nicht. Wir müssen halt die ganze Zeit warten, bis wir wieder eine ATB haben, damit wir was machen können. Was für eine Scheiße einfach. Nicht mal ein Danke? Also der Kampf war ja echt übel jetzt einfach. Was hat man sich dabei gedacht? Hey, wir schmeißen einfach einen Gegner vor die Nase, der was sich in 3 Schlägen killt. Er weicht den meisten deiner Angriffe aus oder kontert sie. Und das Einzige, was du machen kannst, ist halt weglaufen. Einfach laufen, laufen, laufen. Was sollen wir hier machen? Oh, hier. Luft. Na ja, toll. Also... Das fängt ja schon mal eher schlecht an. Oh Mann. Hat's ja richtig auszahlt, ne? Schon wieder so einer. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Ah, Reunion, Genova. Ach, sind wir hier nicht kurz vor Sektor 7? Hab mich wohl langsam an den Gestank hier gewöhnt. So fängt es an. Und ehe man sich's versieht, hat einen die Stadt in ihren dreckigen Griffeln.
mit mir. Ich sollte aufhören, mit mir selbst zu reden. Nimm das! Schön überall umsehen. Ja, das ist hier vor Sektor 7. MP-Boost, okay. Gut, dann sind wir hier in Sektor 7 angekommen, Freunde. Aber das war's auch für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.